Wir Kinder vom Bahnhof Zoo, der Film aus den 80ern oder die brandneue Serie? Was lohnt sich mehr? Jetzt bei den Filmgorillas. Herzlich willkommen zu einem neuen Streifzug bei den Filmgorillas. Diese Woche startet das deutsche Amazon Original Wir Kinder vom Bahnhof Zoo. Und gleichzeitig könnt ihr auch den Film aus den 80ern Wir Kinder vom Bahnhof Zoo wieder anschauen. Und das haben Daniel und ich zum Anlass genommen, dass wir beides einmal miteinander vergleichen hinsichtlich ja, der Adaption der Buchvorlage, der Figuren, die dargestellt werden und auch des Stils der Umsetzung. Sowohl Film als auch Serie basieren auf einem Tatsachenroman namens Wir Kinder vom Bahnhof Zoo. Der wurde im Jahr 1978 von zwei Stern-Redakteuren oder Reportern geschrieben, zusammengestellt, nachdem sie in einer Gerichtsverhandlung auf ein junges Mädchen aufmerksam geworden sind, das in einem Prozess ausgesagt hat und dabei halt Einblick in ihre Drogensucht, in die Prostitution und die Kriminalität, in die sie verwickelt war, gegeben hat. Und das fanden die beiden Herren so faszinierend, dass sie gesagt haben, okay, daraus machen wir ein Buch. Und dieses Buch wurde zum Bestseller in Deutschland. 95 Wochen auf der Spiegel-Bestsellerliste auf Platz 1 in 15 Sprachen übersetzt. Also ja. Hat eigentlich so gut wie jeder schon mal in der Hand gehabt. Genau. Und ja, dieses Buch beschreibt halt aus mehreren Perspektiven die Drogensucht der Christiane F. Wie sie halt mit 12 Jahren zum ersten Mal Drogen genommen hat, aus welchem Elternhaus sie kommt, wie sie dann in einer Diskothek namens Sound gelandet ist in Berlin. Wo halt sie mehrere Leute kennengelernt hat und dort irgendwann die Modedroge Heroin aufkam, ja, die dann auch Christiane irgendwie zu sich genommen hat, bei einem David Bowie-Konzert zum allerersten Mal. Erst nur geschnupft, irgendwann gespritzt, irgendwann war die Sucht so stark, dass immer mehr Geld herkommen musste. Sie hat sich prostituiert und viele andere Dinge gemacht, kleine Diebstähle und so weiter und so fort, hat mehrere Entzüge gemacht und all das wird in diesem Buch beschrieben. Daraus hat dann 1981 Uli Edel, der Regisseur von Letzte Ausfahrt Brooklyn oder der Bader-Meinhof-Komplex oder auch Zeiten ändern dich, der Bushido-Film. Daraus hat er einen Film gemacht, ja, mit einer damals sehr jungen Darstellerin namens Nadja Prunkhorst. Ne? Prunkhorst. Genau. Und dieser Film komprimiert das Ganze ein bisschen. Genau. Und ja, vielleicht fangen wir direkt mal an mit dem Unterschied zwischen dem Film und der Serie. Denn während der Film sich wirklich auf die Darstellungen des Buches beschränkt, natürlich es auch nicht schafft, alles abzubilden, aber halt ausschließlich Dinge aus diesem Buch darstellt, geht die Serie einen Schritt weiter. Das wird auch vor jeder Folge, wird das mit einer Texttafel eingeblendet, dass die Serie zwar basiert auf dem Leben von Christiane F., aber gerade die Erlebnisse, die in den Leben der Clique, der Personen um sie herum passieren, die sind fiktional. Also es bleibt nicht bei der authentischen Umsetzung der Literaturvorlage, sondern es ja, geht ins Fiktionale hinein. Sowohl das, aber tatsächlich hat die Serie natürlich den Vorteil aufgrund ihrer Länge, es sind 8 Folgen, die alle so roundabout 50 Minuten gehen, dass sie natürlich deutlich mehr Details aus Christianes Leben abbilden kann. Ja, es gibt noch diese vielen anderen Figuren, die halt beleuchtet werden, aber darüber hinaus gibt es halt mehr Details aus Christianes Leben, die auch treu zur Vorlage sind, also treu zum Buch sind, wie zum Beispiel, dass, nur ein Beispiel, ihr Vater schließt sie irgendwann in seinem Haus bei sich ein und ja. Sie kriegt dann Besuch von einem Freier, der ihr dann Stoff bringt im Austausch für irgendwie getragene Unterwäsche. Also solche Sachen konnte der oder hat der Film nicht abgebildet, das hat er halt einfach deutlich mehr gestrafft. Dafür ist hier Zeit in dieser Serie. Zum Beispiel eben auch das familiäre Umfeld von Christiane. Darauf hat der Film verzichtet. Das kann man dem Film vielleicht als Kritikpunkt irgendwie anlegen, dass man halt irgendwie nicht so ganz ergründen kann, warum oder wie sehr Christiane zu den Drogen hingezogen wird, aus welchen Umständen heraus. Da vertieft dann halt eben die Serie das familiäre Umfeld und ja, das wäre vielleicht so ein Vorteil, den ich der Serie zusprechen würde gegenüber dem Film. Genau, also wir haben zum Beispiel in dem Film taucht Christianes Vater gar nicht auf, der in der Serie eine große Rolle übernimmt tatsächlich. Und damit können wir vielleicht zu den Figuren kommen, die dargestellt werden. Genau, weil das nimmt halt eben auch das Volumen der Serie in Anspruch. Ja. Das sind halt einfach sehr viele Figuren, die hier nochmal näher beleuchtet werden, die im Film vielleicht nur eine kleine Randnotiz sind, wie zum Beispiel Babsi. Ja, Babsi ist ein Mädchen aus reichem Hause, die tatsächlich mit einer der für mich emotional wirkungsvollsten
Geschichten bietet. In der Serie. In der Serie, ja. Ging mir auch so, ja. Im Film, wie gesagt, ist sie eigentlich nur dafür da, als Berlins jüngste Drogentote mal in der Zeitung zu stehen und halt nochmal irgendwie zu zeigen, wie leicht es ist, wie schwer es ist, wie gnadenlos es eigentlich ist, diese Droge ist. Also, dass sie vor nichts und niemanden Halt macht und wie verzweifelt Menschen oder kleine junge Mädchen sein können im Versuch, neues Heroin zu bekommen. Aber Babsi nimmt im Film keine große Rolle ein, hier in der Serie schon eine etwas größere. Muss ich sagen, mal mehr, mal weniger befriedigend, weil ich finde, ihre Familiengeschichte, ob man die jetzt erzählt oder nicht, ist eigentlich egal. Aber sie ging mir emotional fast am nahesten. Ja, Babsi hat mir auch als Darstellerin besonders gut gefallen, muss ich sagen. Ja. Die hat das vom Spiel her sehr gut rübergebracht in der Serie. Und gerade wenn man jetzt im Vergleich den Film daran sieht, der Film endet mit einer Texttafel, in denen den tatsächlichen Drogentoten nochmal gedacht wird. Da taucht dann diese Babsi auch auf. Das heißt, auch ohne das Buch gelesen zu haben, weiß man, nachdem man den Film gesehen hat, okay, die Geschichte ist wahr. Also ja. Hat das so stattgefunden. Und da finde ich es dann persönlich schade, eine Adaption jetzt in der Serie zu sehen, wo ich dann plötzlich nicht mehr weiß, was davon ist wahr, was stimmt, was wird jetzt korrekt abgebildet und was nicht. Abgesehen davon fand ich auch, jetzt komme ich nochmal auf die Babsi zurück, die fand ich auch vom Alter her am passendsten. Ja. Bei den anderen Darstellerinnen in der Serie war ich überrascht, als ich verstanden habe, dass wir uns wirklich in der Zeit befinden, in der auch das Buch spielt. Die sind 14 bis maximal 16 Jahre alt und die Darsteller halt leider nicht. Die sind halt zu alt, um das halt zu zeigen. Du hast das so schön gesagt, als wir den Film gesehen haben. Da kommt in dem Film kommt die Christiane F. in Sound das erste Mal und du hast gesagt, so sieht eine 14-Jährige wirklich aus, die sich älter schminkt. Weil darum ging es ja, sie wollte ja schon dazugehören, sie wollte in die Diskothek rein, für die sie viel zu jung war. Und diese Christiane F. in der Serie ist halt eine Mitzwanzigerin, die problemlos in jede Diskothek reinkommt. Und das hat mir bei dem Film ein bisschen besser gefallen, dass da wirklich vom Alter her passende Darsteller genommen wurden, auch wenn die vielleicht vom Schauspiel her noch nicht so überzeugend waren, wie jetzt die in der Serie. Aber dafür waren sie eben überzeugender als Kinder. Ich finde gerade dieses Unbeholfene, was die Darsteller da an den Tag legen im Film, das passt wundervoll zu den eigentlichen, unbeholfenen Kindern, die halt irgendwie versuchen, keine Ahnung, ihr ein bisschen Spaß aus dem Leben zu ziehen, das sie haben, was ja unter allen, bei allen Kindern, die hier dargestellt werden, ist das familiäre Umfeld oder das soziale Umfeld entweder zerrüttet, beeinträchtigt oder von Gewalt geprägt oder sonst irgendwas. Also, und die wollen ja auch alle nur ihr kleines Stück vom Glück haben und das versuchen sie halt mit Heroin zu finden. Und ja, sie passen im Film einfach deutlich besser, weil da wurde eine 13-Jährige gecastet und keine 20-Jährige. Und ich muss auch sagen, Christiane F., die Darstellerin Cinnamon, oder wie sie heißt. Jetzt in der Serie meinst du Jana McKinnon. McKinnon war für mich nicht die beste Wahl. Also sie konnte mich über die gesamte Staffel hinweg nicht wirklich überzeugen. Sie ist dünn, ja, das mag sein, aber sie schaffen es nicht, an ihr den gleichen Verfall zu zeigen, wie an Nadja Bunkhorst, die das einfach wirklich noch mal eine Spur ekliger, noch eine Spur schleimiger, noch eine Spur blasser, fahler, kaputter einfach irgendwie hingekriegt hat. Da bist du schon bei einem guten Beispiel, wenn wir jetzt über Look und Stil im Vergleich sprechen. Das habe ich nämlich ehrlicherweise auch gedacht. Du kanntest den Film schon, als wir den zusammen gesehen haben. Du hast, als die beiden das erste Mal entziehen, die Christiane und ihr Freund, da hat Daniel zu mir gesagt, Achtung, jetzt wird's eklig. Und es wurde eklig. Es wurde wirklich widerlich, den beiden dabei zuzusehen, wie die Droge ihren Körper verlässt, auch im wahrsten Sinne des Wortes. Da flogen Körperflüssigkeiten. Das war schwer auszuhalten, sich das anzusehen, wie ein 13-, 14-jähriges Mädel so leidet. Die Christiane F. in der Serie sieht zu jedem Zeitpunkt, selbst wenn sie am druffsten ist, sieht sie aus, als würde sie gerade eine Challenge für Germany's Next Topmodel machen. Als hätte Heidi Klum gesagt, so und jetzt guck mal ein bisschen erschöpft. Und jetzt guck mal ein bisschen kränklich. Oder ein bisschen smoky. Und ja genau, jetzt wisch dir hier mal deine smoky Eyes runter. Und wenn die ihr in den Zug macht, so sehe ich aus, wenn ich joggen war. Die schwitzt ein bisschen und wird ein bisschen rot. Und das soll mich dann abschrecken. Also das wirklich, das hat mich aufgeregt. Das hat mich aufgeregt, weil es
Und danach stolzieren sie Hand in Hand wieder zurück zum Bahnhof und sagen, wir haben entzogen, das war gar nicht so schwer. Und das hat mich wirklich wütend gemacht, als ein Beispiel daran, wie sich der Look von Film und Serie unterscheiden. Ja, wäre mir bei dem Look, muss ich auch sagen, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es beim besten Willen nicht. Der 80er-Film oder der 81er-Film, der war dreckig, der war grob, der war grobkörnig, der war dicht dran, der hat da die Bahnhofstoilette abgefilmt und das war eine Location, da möchte ich nicht sein. Da möchte ich einfach, das ist etwas, da fühlt man sich unwohl. Das war kein schön anzuschauender Film. Der war wirklich einfach unangenehm, weil er halt ein unangenehmes Szenario abbildet. Hier die neue Serie ästhetisiert bis zum Anschlag. Was früher halt einfach eine Milieustudie war, ist jetzt irgendwie, ja, eine YOLO-Instagram-Lifestyle-Geschichte, die am Ende auf dem Ponyhof endet. Ich muss es einfach so sagen, ja, ich habe es nicht verstanden. Ich verstehe, dass man versucht, mit ästhetischen Stilmitteln innerhalb dieser Serie die Wahrnehmung dieser jungen Menschen darzustellen. Das heißt, wenn ich auf Droge bin, ist alles shiny, ist alles toll, ist alles geil. Aber da fehlt zu wenig Kontrast meiner Ansicht, also zu viel Kontrast meiner Ansicht nach. Das wird nicht genug entlarvt. Ja? Und dann muss ich auch sagen, dafür, dass die Geschichte Wir Kinder vom Bahnhof Zoo heißt, nach dem Film Christiane F., Wir Kinder vom Bahnhof Zoo und dem Roman Wir Kinder vom Bahnhof Zoo und sagt, wie sie basiert auf der Lebensgeschichte von Christiane F., ja, dann finde ich es ein bisschen problematisch, wenn alle viel mehr leiden als Christiane F. Ja, Christiane F. geht es immer relativ gut. Ja. Für die Zustände. Ging mir ähnlich. Also ich hab mich wahnsinnig aufgeregt über einige Inszenierungen, die Drogenszene und der Drogenkonsum wird permanent als ein erstrebenswerter, cooler Lifestyle inszeniert. Das Leid kommt meiner Meinung nach zu kurz. Spät. Zu spät und zu kurz. Du hast auch bemängelt, es wird in wichtigen Momenten wird abgeblendet und wird halt nicht draufgehalten. Es gibt Momente, nennen Sie jetzt mal platt, diese Drogenklicke wird inszeniert wie auf einem Albumcover. Und wenn ich als junges Mädchen eine solche Serie gezeigt bekomme, dann erkenne ich daraus nicht den abschreckenden Moment oder die tragischen Folgen, die der Heroinkonsum haben kann. Und das finde ich bedenklich für eine Serie. Vor allem, wenn dann die Serie wirklich damit mit einem richtigen Happy-End-Gefühl endet, und noch nicht mal irgendwie darauf hinweist, dass es immer noch genug Menschen gibt, die an Heroin sterben, dass die Suchtgefahr riesengroß ist, wie viel Prozent irgendwie, keine Ahnung, unter 14 sind, die daran sterben. Oder was halt auch mit den Menschen passiert ist, die an dieser Serie oder die hier in dieser Serie dargestellt worden sind. Genau. Ja? Also nichts davon, das habe ich nicht verstanden. Und ich habe schon vorher vieles nicht verstanden. Ja? Zum Beispiel, wenn sie da in diesem Club sind und der DJ auflegt, als wäre es im Jahr 2020 und irgendwelcher Elektrofilterhaus da läuft, der jetzt in den 70ern einfach in keiner Diskothek gelaufen ist. Wie gesagt, ich verstehe, dass gewisse Sachen überzeichnet werden, um das Seelenleben dieser Figuren darzustellen. Aber das wird so oft gemacht, dass ich mir halt denke, nein, das ist halt einfach falsch. Das waren die 70er, das war nicht irgendwie eine Disco in 2020. Und darüber hinaus auch so Sachen, es tut mir leid, wir sind im Jahr 2020, 2021. Ein Junkie, der sich eine Spritze setzt, ohne vorher zu checken, ob er seine Arterie getroffen hat oder seine Vene. Das tut mir leid, das kann ich nicht als authentisch oder abschreckend oder so akzeptieren. Vor allem dann auch, wenn ich alles auf Wikipedia nachlesen kann. Wenn ich lesen kann, dass sie zuerst nur geschnupft hat und dann als allererstes erstmal einen Schutz auf dem David Bowie-Konzert bekommt und danach erst noch mal thematisiert wird, dass sie nur schnupft und eigentlich gerne einen Schuss setzen möchte, das ist inszenatorisch falsch. Und auch dieses ewige Konstrukt aus Popsong-Montage, Dialog, Popsong-Montage, Dialog, Popsong-Montage, Dialog. Es tut mir leid, das ist so überstrapaziert, dass es fast langweilt und zum echt öden Gimmick verkommt. Und das kann meiner Ansicht nach nicht die richtige Absicht sein. Ich glaube, in unserem Fazit sind wir uns heute sehr einig. Als realistische Adaption des Buches ist der Und abschreckende Adaption des ist Buches. Der Film gelungener, auf jeden Fall. Er schafft es nicht, alles abzubilden. Deswegen am besten liest man tatsächlich das Buch. Aber für das Leinwanderlebnis ist unsere Empfehlung ganz eindeutig der Film. Der Film. Wir freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder mit dabei seid. Lasst gerne ein Abo da. Und wenn ihr reingeschaut habt in die Serie und auch in den Film, dann schreibt uns gerne in die Kommentare, wie ihr das empfunden habt beim Zuschauen. Bis dahin, Finger weg von Drogen. Tschüss.